Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt den dritten Tag hier in Kushiro und heute ist der Tag, an dem wir schon wieder nach Osaka fliegen. Es regnet draußen, gleich soll es aber aufhören. Wir waren jetzt so ein bisschen frühstücken, wie gestern. Da hinten läuft auch meine Frau. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nochmal auf so einen Fischmarkt, denn wir wollen da nochmal gucken. Wir wollen eventuell Majus Oma noch eine Krebs schicken oder sowas. Mal gucken, hier kann man nämlich dann solche frischen Fischwaren und so teilweise auch verschicken. Da wollen wir mal gucken, ob es da sowas gibt und auch natürlich nochmal lecker Mittagessen hier in Kushiro, nochmal ein bisschen Fisch und ja, dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Der Flieger geht heute um 3:30 ungefähr, fliegen wir zurück, dann sind wir so um 6 Uhr in Osaka, zumindest sagt das der Plan, 2 Stunden ungefähr braucht man. Ja, bin ich mal gespannt. Wir werden jetzt ein bisschen weiterlaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich draußen aufnehmen kann, weil wie gesagt, es regnet relativ stark auch. Obwohl jetzt so ein bisschen da kommt schon der blaue Himmel, der gleich auch kommen soll. Schauen wir einfach mal. Auf geht's! Letzter Tag hier in Kushiro. Bisher war die Reise schon sehr, sehr gut. Werden natürlich auch später nochmal ein Fazit ziehen. Ich habe eben Sahne-Karamell gegessen und mein Bauch ist komisch. Das sollte man nicht von morgens essen. Freust du dich, Kevin? Worauf? Auf Kai-Sendung. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und hier seht ihr den Müllmann. Da war er doch nicht. Er war da vorne. Schade. Mai, freust du dich auch? Ja. Oh, heute ist aber kalt. Kevin? Ja? Ist Hokkaido oder ist Kushiro empfehlenswert? Ja, ich finde schon. Was hat dir am besten gefallen? Diese Boot-Tour. Ja. 15 Minuten Boot-Tour. Hat mir mega Spaß gemacht. Und auch das Essen. Kaisendo, so frische Fische, kann man hier sehr gut essen. Dir? Ich fand auch Essen sehr gut, Bootstour auch sehr gut. Und generell, also die Busreise hat mir mega gut gefallen, so generell. Die ganze Natur, die wir gesehen haben, mit den Bergen, mit dieser Schwefelberg, da, den fand ich auch ja, ganz Schwefel nett. War ne? Der war auch sehr gut. Also generell hier so die Natur, die Ruhe finde ich eigentlich auch ganz nett. Auch wenn ich sagen muss, ein bisschen mehr Action hätte ich schon gerne. Aber so ist auch mal interessant, halt so ein bisschen ruhigere Orte zu gehen. Und der Bootstyp, der uns gefahren hat, der meinte, dass er als Hobby fotografieren hat, weil er hat sonst nichts zu tun. Und das ist halt auch mal interessant zu hören, weil wenn du in Tokio bist oder wenn du in Osaka bist, dann hörst du eigentlich selten Leute sagen, mein Hobby ist fotografieren, weil ich habe ja hier nichts zu tun. Du normalerweise hörst es, oh, ich muss schon wieder arbeiten, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Und, ne, wann ist die nächste Yasumi, also wann habe ich wieder frei und so. Also die Leute sind viel beschäftigt da in Osaka oder Tokio. Ja, aber hier gibt es viele Natur und da versteht man, warum man als Hobby fotografieren möchte. Ja. Ja, okay, in Osaka kannst du jetzt nicht so viel fotografieren, ne? Oder in Tokio, also schon, aber halt nicht Natur so viel. Muss schon ein bisschen rausfahren. Aber irgendwie so der Lebensrhythmus, habe ich das Gefühl, ist hier ein bisschen langsamer als in den großen Städten. Also ich meine, ist auch vollkommen klar, natürlich. Er war mega chillig, ne? Der war super. Also der Typ auf dem Boot, der war so chillig und lustig irgendwie. Also der war halt so ein ausgeglichener Japaner, bei dem hast du gemerkt, der macht das Spaß. Der fährt da mit dem Boot rum und dann gibt der mega Vollgas. Ja, ja. Seine Gäste so, wow, was ist jetzt los? Und er freut sich, dass wir uns so erschrecken. Also der war echt klasse, der Typ. Ganz, muss man echt sagen. Aber sonst so als Fazit, um schon mal zu ziehen jetzt von den Tagen, war super, fand ich. Ja. Aber jetzt noch eine Woche hier eher nicht. Also finde ich zumindest. Da müsste man noch mal irgendwo anders auf Hokkaido hin, in andere Städte. Also Kushiro lohnt sich, finde ich, jetzt nicht für eine Woche oder so, sondern 2 Tage reicht schon. Genau, das reicht. Da hat man so die wichtigsten. Ja, wenn hier schnell ist, dann vielleicht noch mal was anderes. Ja, obwohl die Frau gestern im Bus meinte, dass es in jetzt ein paar Tagen oder 1-2 Wochen da so schneien wird und dann die Wege nach oben zu den Vulkanbergen und so gar nicht mehr wirklich passierbar sind. Gesperrt. Genau, die sind gesperrt, weil es zu gefährlich ist mit dem Schnee und so. Dann kommst du da halt auch nicht hin. Also ist halt auch blöd. Ja, aber trotzdem in Akanko. Ja. Also da. Wo der Berg. Auf Akanko kann man fischen, wenn da Eis ist. Dieses Jahr leider nicht. Also sie haben gesagt, Eispark dieses Jahr schon gecancelt. Sondern auf dem Eis zu fischen ist. Auch hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Also auch im Winter kann man hier mit Sicherheit auch einiges machen, so besondere Sachen auf Hokkaido generell. Aber ja, war sehr, sehr schön. Skifahren. Ja, Skifahren kann man auch. Ich meine, wir sind jetzt nicht so die Skifahrer, aber auf jeden Fall war sehr, sehr schön als Zeit. Ich finde auch, wir waren vielleicht von der
von der Zeit her ein bisschen zu spät, oder? Wir waren ein bisschen zu spät. Wären wir ein bisschen früher gewesen, hätten wir die Blätterfärbung noch mehr mitbekommen. Obwohl einige Blätter immer noch super schön gefärbt waren. Also gestern aus dem Bus habt ihr vielleicht auch gesehen in den Aufnahmen. Da war schon einiges noch ziemlich gefärbt. War schon schön. Aber wenn wir zurückkommen nach Kansai, dann sind die Blätter gelb. Genau, dann fängt die Blätterfärbung in Kansai an. Mal gucken, ob wir da noch einen schönen Ort finden. So, jetzt gehen wir aber erstmal zu der Ichiba, also dem Fischmarkt, und schauen, ob die noch schön Fisch für uns haben. Let's go! Let's go! Let's go to Ichiba! Ihr seht an meinen Haare, wie windig hier ist. Guck mal meine Haare, da siehst du auch, wie windig ist. Wir sind jetzt hier irgendwo an so einem Hafenabschnitt. Ganz, ganz viele Möwen sind da. Hier riesige Lagerhallen, die Schiffe wieder da. Wir waren gerade schon an dem Ort, wo wir eigentlich gedacht haben, da wäre ein Fischmarkt. Da ist aber gar kein Fischmarkt, beziehungsweise ist da so eine Auktionsgeschichte. Wenn die Fischer rausfahren und die fetten Fische mit nach Hause bringen, dann kommen halt immer Restaurants und so, die ja auf die besten Fische wetten, mit der besten Qualität sozusagen. Und der am meisten bietet, an den geht dieser Fisch dann eben. Und das wird wohl hier gemacht. Aber das ist natürlich schon alles vorbei, weil das machen irgendwie morgens um 6 oder so, keine Ahnung. Da war ich noch halb im Bett drin und wussten wir auch gar nicht, dass wir das hier machen. Das heißt aber, dass es hier halt keinen so offenen Fischverkauf gibt. Hier gibt es nur das eine Restaurant, wo wir noch hin wollen, wo wir guten Fisch essen wollen. Da werden wir gleich noch hingehen, ist noch ein bisschen früh. Und dann werden wir noch mal zu dem Fischmarkt gehen, an dem wir am ersten Tag waren, und schauen, ob die da noch irgendwas haben, was wir nach Hause schicken können. Aber es ist so schön, die Luft hier ist so, man hat diesen Fischmeergeruch. Der Wind geht gut, erinnert einen so ein bisschen an Sylt. Unfassbar schön. Also ich liebe das einfach. Und unfassbar gute Luft. Das Wetter hat sich auch zum Guten gewendet. Wir haben einfach Glück. Wir haben diese Reise echt Glück, was das Wetter angeht. Eben hat es geregnet ohne Ende und dann warten wir 10 Minuten und wir haben sowas. Mayo hat Kaisendon bestellt, also Reis mit vielen verschiedenen Sashimi-Fischen obendrauf. Und ich habe Hokke bestellt, gebratenen Fisch. Wollen wir mal schauen. Sieht, also auf den Bildern sah schon sehr lecker aus. Unser Mittagessen ist da. So sieht's aus. Ich habe den guten Hokke-Fisch. So sieht er aus. Oh, er sieht so lecker aus. Ich liebe den sowieso schon, aber jetzt natürlich hier ganz frisch und vor allem in der Riesenversion. Mit einem kleinen Miso-Shiro, bisschen Skimono, bisschen Kartoffelsalz und Tarako. Und Mayo hat den super Kaisendon mit vielen verschiedenen Fischen und einer Miso-Suppe natürlich auch. Boah, das sieht richtig gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da sind wir noch mal gespannt. Itadakimasu. Ich probiere jetzt mal ein Stück. Mega lecker. Man merkt, dass der richtig frisch ist. Sehr lecker. Hokke, Spezialität von hier. Sehr lecker. Hier gibt es eine Menge Lachs und wir haben gerade auch einen geholt. Wir lassen uns den nach Hause schicken. Da haben wir dann eine ganze Zeit was von. Und zwar hier war unser. Der liegt jetzt da oben.
Der wird dann frisch geschnitten zum Braten und nach Hause geschickt als Eis. Also der wird tiefgekühlt und dann nach Hause geschickt. Und Krebs haben wir auch. Hier seht ihr, ist das Preisschild umgedreht. Das ist der Krebs, den wir mit nach Hause nehmen. Bin ich mal echt gespannt. Wir haben jetzt ordentlich eingekauft, habt ihr gesehen, den Fischen. Wir haben Krebs, wir haben Lachs, wir haben Hocke, noch ein bisschen Ikura, den Lachsleich. Haben ein bisschen was eingekauft für uns. Das wird jetzt tiefgefroren, also die machen das frisch. Das wird dann tiefgefroren und wird über die Post zu uns direkt nach Osaka geschickt. Und da haben wir dann eine ganze Menge von, also eine ganze Zeit lang können wir dann immer wieder so ein Stück Lachs auftauen, können den dann essen, hier frisch aus Hokkaido. War sehr interessant. Das mache ich auch zum ersten Mal. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht, aber das geht. Und müssen jetzt gucken. Mai schreibt gerade schon die Adresse drauf und so, damit das alles funktioniert. Und dann müssen wir auch schon wieder hier zum Flughafen. Bin ich echt mal gespannt, wie das klappt. Kostet natürlich ein bisschen mehr, aber dafür haben wir dann den frischen Fisch aus hier, den wir auch in Osaka essen können. Da bin ich echt mal gespannt. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wie gesagt, es ist nicht mehr viel Zeit. Dann müssen wir einen Bus nehmen zum Flughafen und dann geht es auch schon leider wieder zurück. War aber sehr schön, würde ich sagen. Hier diese Washo Ichiba kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Sehr viele frische Sachen, viele Geschäfte, Fischer und so. Also da ist mal, was frischen Fisch angeht, in Kushiro auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Sollte man unbedingt gemacht haben. Tada, wir sind wieder zu Hause. Ja, ich habe nicht mehr aufgenommen, nachdem wir den Fisch geholt haben. Der ist nämlich hier, denn wir waren ein bisschen in Zeitnot. Wir mussten ja noch schnell zurück, dann zum Hotel noch den Koffer wieder abholen. Dann sind wir mit dem Bus schnell zum Flughafen gefahren und ja, sind dann geflogen. Flug war super, alles überhaupt kein Problem. Flieger war auch wieder richtig voll. Und jetzt am Ende, wir sind schon fertig. Ne? Wir haben 10:30 abends mittlerweile schon wieder. Der erste Tag ist vorbei. War aber eine super, super schöne Reise. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ein Fazit haben wir ja am Anfang des Videos schon mal so ein bisschen gezogen. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, was genau wir hier gekauft haben. Und wir haben nämlich einen Teil, also die Krebse haben wir schicken lassen. Aber der Typ meinte, ja, wir können auch ein bisschen mitnehmen auf dem Flug eben, ne, als Handgepäck. Und wir haben das, was wir mitnehmen konnten vom Gewicht her und so als Handgepäck, dann auch als Handgepäck mitgenommen. Und das wollte ich euch jetzt kurz ein bisschen zeigen. Wir müssen das nämlich ins Gefrierfach natürlich hauen. Das wird jetzt eingefroren. Wir haben hier den schönen Lachs. Ich habe euch ja gezeigt, da war so ein Lachs, ne? Den haben wir gekauft, den Lachs sozusagen. Und der hat den noch frisch für uns dann da einfach gemacht. So sieht das aus. Sieht man vielleicht jetzt nicht perfekt, aber es ist wirklich ganz, ganz frischer Fisch, ja? Einfach da gemacht worden. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das aufbekomme. Das ist natürlich der ganze, wie nennt man das? Fleischsaft, nicht Fisch. Fischsaft. Es stinkt auch. Es riecht gut, ne? Es riecht nach Fisch eben. Boah, da muss man hier die ganze Suppe mal rausholen. So, konnichiwa Lachs. Wie geht es Ihnen? Heftig. Oh, sehr frischer Lachsgeruch. Hier. So. So sieht es aus. Wirklich, da seht ihr den Lachs hier noch mit der Haut. Da ist das. Und das kann dann schön im Fischgrill gemacht werden. So, und die packe ich jetzt hier mal ein bisschen um. Alter, wir haben so viel davon jetzt, ne? Ich meine, wir haben diesen ganzen Fisch genommen. Aber das war ja auch das Ziel, dass wir möglichst viel frischen Fisch aus Hokkaido jetzt hier dann haben. Davon können wir auf jeden Fall ein paar Wochen dann immer mal wieder was essen. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Und genau, das mache ich jetzt erstmal. Und dann zeige ich euch, wenn das fertig ist, was wir noch geholt haben. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Also der Lachs ist jetzt fertig. Super viele Stücke, irgendwie so 25 Stück sind es. Oder sogar weniger oder mehr, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht genau gezählt. So, jetzt haben wir hier was in Zeitung eingepackt. Da schauen wir mal genau, was das ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ah, das hier ist auch noch Lachs. Oh, nice. Wir haben sogar den Kopf mitbekommen. Ob ich den essen kann, weiß ich nicht. Oder wie man den genau macht. Aber ja, hier haben sie auch den Kopf. Man sieht das Auge auch vom Fisch. Und hier haben wir etwas, was ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist der gute, den ich zum Mittagessen, wenn wir hier alles gleich noch aufräumen. Ja, das ist der gute, den ich zum Mittagessen gegessen habe. Das ist Hocke. Schaut ihn euch an. So sieht er aus. Ich hoffe, das sieht man. Sehr, sehr groß und sieht auch sehr gut aus. Hocke ist wirklich sehr, sehr lecker, Hocke. Das ist halt auch echt nice, dass man den dann da so kaufen kann. Auf dem Fischmarkt und dann kannst du mit nach Hause nehmen. Und dann haben wir jetzt noch zwei Sachen, die ich euch zeigen möchte, die wir geholt haben. Und zwar das eine ist für uns, das haben wir geholt, weil wir das auch sehr gerne essen. Auch Aida isst das sehr gerne. Das ist aber nicht das hier, sondern das ist für Mayus Bruder. Das ist Kani Miso. Ja, Kani Miso, also Miso aus Krebs. Kani heißt Krebs.
Ich weiß nicht, woraus genau das gemacht ist. Ich glaube, das Gehirn vom Krebs auch irgendwie so ein bisschen mit drin. Aber Tenchan isst das so gerne, deswegen haben wir ihm das mitgebracht. Er hat es bestellt, gesagt, bringt das mit. Und das Letzte, das ist für uns noch, da haben wir nämlich noch ein paar sehr, sehr gute Lachsleiche uns mitgenommen, also beziehungsweise Ikura. Ja, Ikura, wo ist es? Ikura. Ja, ich hoffe, man sieht es. Die sind da drin, da freuen wir uns auch schon drauf. Also das haben wir jetzt noch so mitgenommen aus Hokkaido. Das waren die Sachen, die wir geholt haben auf dem Fischmarkt, jetzt hier mit nach Osaka gebracht haben. Das wollte ich euch nochmal zeigen, das kann man also auch machen. Man kann das, wie gesagt, auch irgendwo hinschicken. Und ja, das war's auch schon. Das war die Hokkaido-Reise. 3 Tage waren wir jetzt da, haben uns das Gebiet ein bisschen rund um Kushiro angeguckt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Vlogs, vor allem auch der Vlog von der Busreise mit der verschiedenen Natur, die wir da gesehen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch Japan ein bisschen näher bringen. Ihr konntet irgendwas Neues lernen, habt neue Eindrücke gewonnen oder vielleicht sogar ein Reiseziel, wohin ihr möchtet, wenn es dann wieder möglich ist. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt erstmal ordentlich schlafen, sind nicht müde und kaputt. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen Kraft tanken, bevor es dann wieder irgendwann zur nächsten Reise geht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugesehen habt. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung, da gibt es noch eine Menge Links, Japanisch-Online-Kurse unter anderem, Links, über die ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt Mitglied auf dem Kanal werden, mein Amazon-Affiliate-Link. Schaut da also gerne in der Videobeschreibung vorbei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!